Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Conan Exiles. Hier geht gerade die Sonne auf und ich war quasi die ganze Nacht nur ein bisschen unterwegs, um ein bisschen Holz und Rinde und Stein zu sammeln. Das haben wir hier, ein bisschen Nachschub, damit uns das nicht ausgeht. Und wir machen uns jetzt gleich auf den Weg, um hauptsächlich Leder zu sammeln. Dazu würde ich mir ganz gern das Häutemesser aus Eisen vorher bauen. Das muss ich aber erst über den Talentbaum freischalten. So, schauen wir uns mal an, wo das ist. Das hätte ich auch vorher mal gucken können. Upp. Einmal hier das freischalten. Das schaltet uns das Häutemesser und das Hackmesser aus Eisen frei. Außerdem brauchen wir noch den Feuerschalenkessel, um die Alchemistenwerkbank freizuschalten. Daraus werden wir uns Tränke und bessere Bandagen bauen. Die besseren Bandagen werde ich ebenfalls gleich freischalten. Wir gerade dabei sind, Dinge freizuschalten. Wir können hier mal das verbesserte Lagerfeuer freischalten. Das können wir uns heute Abend auch noch in die Bude stellen. Die größeren Truhen, die werden sicherlich auch noch nötig werden. Und damit können wir es erstmal für den Moment belassen. Halt, nein, eine Sache noch. Ein Kurzschwert. Oder nehmen wir dieses hier. Das möchte ich auch gern freischalten. Das sind alles Dinge, die wir brauchen, um unseren ersten World Boss nachher bzw. in der nächsten Folge oder so zu killen, um dann die erste legendäre Waffe zu bekommen. Genug gelabert, bauen wir uns noch das Abhäutemesser hier aus Eisen. Da warte ich kurz noch den Moment. Ich nehme mir auch mal gleich die Eisensichel mit. Als wir auf dem Weg noch ein bisschen Aloe Vera sehen, dann nehmen wir das natürlich auch mit. Ja, und dann sind wir eigentlich bereit. Vielleicht machen wir uns noch ein paar Pfeile. Wie wäre es damit? Wenn wir schon den Bogen haben, dann können wir uns auch gleich ein paar Pfeile noch bauen. Bevor wir hier völlig unvorbereitet losgehen. Und dann gehen wir los. Ja, wie gesagt, ein paar Tiere hauptsächlich töten, die Tierhaut mitnehmen, damit wir da jede Menge Leder gewinnen können. Und noch eine weitere Sache, die ich halt brauche für den World Boss, ist eine etwas bessere Rüstung, als was wir jetzt haben. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir suchen uns die zusammen aus Loot oder von NPCs, oder wir bauen die halt selber. Zum selber bauen brauchen wir auch Leder. Das heißt, letztendlich spielt es gar keine Rolle. Wir brauchen auf jeden Fall Leder. Und wenn wir hier irgendwas unterwegs sehen, dann nehmen wir das halt auch einfach mit. Oh, das war nicht gut. So, Häutemesser hier runter. Ah, und damit kriegen wir hier Reptilienhaut raus. Das ist gut, das lässt sich auch zu Leder verarbeiten. Hat sogar eine deutlich bessere Ratio als die Tierhaut, wenn ich mich richtig erinnere. So, hier sind zwei Krokodile. Das ist okay. Da haben wir sogar ein Level abbekommen. Da sind noch zwei Krokodile und hier ist sogar eine Loot-Truhe. Da können wir gleich auch nochmal reinschauen. Oh, das sind jetzt drei. Oh, was ist mit ihm? Ihm haben die Krokodile erwischt. Guck mal weg von dem. Will mir wenigstens noch die Tierhaut hier mitnehmen. So. Okay, schauen wir doch mal einfach hier rüber auf die andere Seite. Da ist ja noch ein Krokodil. Das war einfach. So, ein Platz, wo ein NPC immer rumgammelt, der ganz gute Rüstung droppen kann, habe ich noch im Kopf. Da können wir gleich mal hinschauen, aber ich nehme auf jeden Fall hier noch das Aloe Vera mit. Also. Oh. Tja.
Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Okay, ich geb's auf. Oh, da ist einer. Okay, den hat's schon mal erwischt. Er hat aber nur Steine dabei. Uah, fuck. Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Oh. Komm, verblute. Ah, nee, das reicht noch nicht. Aber das reicht. Okay, wir müssen uns jetzt unbedingt heilen. Okay, dann nehmen wir halt die Steine von mir aus mit. Aber die Tierhaut will ich auf jeden Fall mitnehmen. Was ist das denn? Feuerwasser. Okay, das brauchen wir erst sehr spät im Spiel. Wenn wir oben ins Schneegebiet dann ganz oben auf die Karte hier gehen, in dieses Eisland, da braucht man vielleicht sowas, aber... Naja, wir heben es uns erstmal auf. So, da hinten ist nämlich eine Stelle, wo eigentlich immer ein Named NPC spawnt. Mal gleich mal schauen, ob der vielleicht für uns eine ganz gute Rüstung hat, beziehungsweise ein Teil zumindest. Ich werde mal hier die Pfeile nachladen. Etwas essen und was trinken. Natürlich sehr viel HP. Darf ich mich nicht unbedingt von dem treffen lassen. Aber ist auch kein Problem. Wo hast du was? Oh ja, du hast sogar einen mittelschweren Harnisch und eine Kerze. So. Dann nehmen wir auch dich mit und dann ziehen wir das doch gleich an. Das ist doch mittelschwere Rüstung. Perfekt. Dann haben wir schon mal ein Oberteil. Jetzt fehlt noch was für die Beine. Ja, und für die Arme auch. Ja, jetzt fehlt noch eine ganze Menge. Schauen wir mal, was die da hinten haben. Autsch, das hat bestimmt wehgetan. Oh, keine Ausdauer. Oh. Schon verblutet doch. Uiuiui. Okay, jemand noch in der Nähe? Nee, dann muss ich mich mal heilen. Ist klar, das sind nur Steine leider. Tier, ein Schild. Das brauche ich aber nicht. Färbemittel können wir mitnehmen. Da steht auch einer rum. Okay, das ist nicht nur einer. Na komm, greif an. Oh Gott. Oh shit. Komm, wir machen erstmal den hier weg. Der ist tot. Ah, das war voll daneben. Ich mich hier heilen kann. Okay. Enemies approaching. Oh, der hat einen Eisenbarren dabei gehabt. Was mit dir? Kommst du nicht aus dem Wasser raus? Ist ja schade. Oh, jetzt.
irgendwie reagieren die manchmal komisch, die NPCs. Man weiß es ja auch nicht, warum. So. Der hatte ein bisschen Glas sogar dabei. Oh, hallo ihr. Kein blödes Explodieren hier. So, ihr gebt doch auch Tierhaut, oder? Na sicher doch. Jawohl. Oh, ihr habt schon 161. Das ist ja richtig gut. So, der explodiert, ich weiß. Da hat er gleich seinen Freund fast mit in die Luft gejagt. Hat nicht mehr viel gefehlt. So, nehmen wir uns hier das Aloe noch mit. Gerade mal vorbeilaufen. Das ist das nächste Camp. Hallo. Voll daneben. Hammer, den brauche ich nicht. Super. Oh, dein Schwert hätte ich gerne. Droppst du mir das? Droppst du mir dein Schwert? Tust du mir den Gefallen? Nee. Nur ein blödes Knochenschild. Oh, hallo. Oh, ich bin schon fast komplett überladen. Schmeiß mal hier Stein raus. Das müssen wir nicht mitschleppen. Reißzähne brauche ich nicht. Menschenfleisch brauche ich nicht. Die Insekten brauche ich nicht. Holz eigentlich auch nicht. Dann haben wir wieder, naja, zumindest ein bisschen Platz. Was jetzt hier im Moment im Inventar am meisten wiegt, ist wahrscheinlich wirklich die Tierhaut. Oh, es ist ein... Oh Gott. Ups, ups, ups. Da ist ja sogar noch eine Bogenschützin. Verdammt. Kann der da verbluten? Ah, Mist, das hat nicht gereicht. Okay, der eine ist weg. Fuck. Oh. Flucht. Oh Gott. Oh Gott. Keine Ausdauer mehr. Okay, die Bogenschützin da hinten hat sich resettet. Das heißt, er müsste jetzt auch resetten. Puh, das Schlimmste abgewendet. Heilen wir uns mit der letzten Bandage. Und dann können wir auch zurückgehen. Aber die da will ich erst noch beseitigen. Vielleicht machen wir uns mal vorher noch ein paar Bandagen. Und Tränke. Ich mal die Tränke lieber runter oder den einen Trank in die Hotbar und dann probieren wir das Ganze hier nochmal. Was ist mit dir? Warum gehst du jetzt in Faustkampf? Du hast doch ein Speer, Junge. Was ist denn mit dir? Oh je. Kaputt gemacht. Oh, du hast ja auch so ein schönes Schwert. Kannst du mir das vielleicht droppen? Das wäre super. Aua. Nicht runterfallen. Verdammt. Ach, nur Pflanzenfasern. Naja. Okay, genug Tierhaut. Es wird ja auch dunkel jetzt. Schauen wir mal, dass wir zurückkommen. Inventar ist ja auch fast voll.
Warum bin ich eigentlich barfuß unterwegs? Ach, weil die Stiefel kaputt sind. Verdammt. Ich glaube, die können wir reparieren. Da brauchen wir aber Leder zu. Aber wir haben ja genug Tierhaut mit. Das sollte kein Problem sein. Steht da hinten ein NPC rum? Das könnte auch einer sein, bei dem es sich vielleicht lohnt, da mal zu gucken, ob der eine Rüstung droppt. Wir brauchen ja noch Armschienen, wäre ganz gut. Und eine Hose. So, der ist hier gerade am Kämpfen, das ist gut. Warten wir mal ab. Okay, den hat er gekillt. Sehr gut. Das war's von ihm. Irgendwo habe ich hier auch meine Fackel rumliegen. So, kann man doch gleich wieder was sehen. Mittelschwere Stiefel, mittelschwere Kappe. Ja, nehme ich alles mit. Sogar ein bisschen Öl gedroppt. Stiefel können wir gleich anziehen. Die Kappe lasse ich erstmal. Ja, je nachdem, wie viel Leder wir jetzt bekommen. Das müsste insgesamt eine ganze Menge sein. Da können wir uns dann auch die Armschienen und das Beinkleid können wir uns dann auch selber bauen. Wir haben ja die Rüstungswerkbank. Können uns auch ein ganzes Set von Rüstung bauen. Wir schauen mal. So, dann die ganze Tierhaut und die Reptilienhaut hier rein. Dann können wir hier nochmal was anstarten. Das ergibt über 150 Leder. Das passt sehr gut. Wir brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen Rinde, damit das hier weiter arbeitet. Ich hatte über Nacht ein bisschen was gesammelt. Hier sind noch 93. Brenndauer 40 Minuten. Ja, ich schätze mal, das reicht erstmal. So, dann schaue ich doch mal wegen den freigeschalteten Werkbänken. Wir brauchen auf jeden Fall die Alchemistenwerkbank. Da brauchen wir nur 10 Eisenbarren, Holz und Stein. Das haben wir alles. Bauen wir uns davon eine. Die kann ja auch irgendwie hier hin. So, und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, richtiges Aloe-Extrakt zu bauen. Das sind die besseren Tränke. Da brauchen wir allerdings 10-mal Aloe für. Und deswegen haben wir hier uns auch schon die letzten Folgen einen kleinen Vorrat rangeschafft. Das dürfte einiges ergeben. Stellen wir gleich mal welche her. Außerdem brauchen wir hier diese Bandagen. Das sind die besseren Bandagen. Die brauchen Aloe und Leder. Können wir uns dann auch gleich bauen, wenn ein bisschen Leder fertig ist. Okay, was sagt die Lederstation? Hier sind 26 Leder fertig. Das müsste schon reichen, um die Dolche zu bauen. Reicht es auch, um das Schwert zu bauen? Dafür braucht man gar kein Leder. Okay, dann bauen wir das auch gleich. Dann bin ich, was das angeht, schon mal ausgerüstet. Dann fehlt uns jetzt wirklich nur noch die Rüstung, damit wir unseren ersten World Boss angehen können. Okay. Wie weit bist du? Du bist sogar fertig. Trägerin. Ich habe nicht mehr im Kopf, wie viel Inventarslots die dann haben auf Stufe 2. Wir schauen mal. Oh ja, 3 Reihen. Okay. Das ist ganz gut. Die werden wir auf jeden Fall hochleveln. Beziehungsweise halt mitnehmen, wenn wir Dinge erledigen. Und die kann auf jeden Fall, wenn wir zum Beispiel Eisenfarmen gehen, jede Menge tragen, weil die Begleiter keine Gewichtsbegrenzung haben, sondern nur durch die Slots begrenzt sind. Ich warte jetzt darauf, dass hier das Leder fertig wird. Und dann beginnen wir die nächste Folge damit, dass wir uns Rüstung bauen. Und dann werden wir uns auch schon zubewegen auf den ersten World Boss, um die erste legendäre Waffe zu bekommen. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und fürs Interesse. Wenn euch die Serie gefällt, lasst gerne ein Like und Abo da. Würde mich freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.